So, Gewehrpatronen und Nobelisten stehen noch immer auf unserer Liste und da werden wir uns heute ranmachen. Von daher nicht lang schnacken, geht gleich los in 3, 2, 1, ab geht's! Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Wir sind wie gesagt gerade dabei, hier fleißig unsere Gewehrpatronen herzustellen. Und ich hatte ja auch schon angekündigt, dass ich hier drin auch die Nobelistenproduktion haben möchte. Ich habe, während ihr nicht da wart, schon mal die Rohstoffzufuhr geregelt. Die werde ich euch ja mal zeigen. Ich habe hier hinten das quasi alles komplett weggenommen, wo vorher die Nobelisten hergestellt wurden. Und muss jetzt erstmal leiser machen, weil es mir schon wieder in den Ohren dröhnt. Und habe das Ganze hierhin umgeleitet. Das Ganze läuft hier unterirdisch lang. Brrrt, geht bis hier. Ne, hier kommt irgendwann nochmal so. Schick alles zu. Ne, das machen wir aber nicht heute. Das mache ich, wie gesagt, Kleinigkeiten, die ich mache, wenn ihr nicht da seid. Ne, das Ganze läuft hier rüber. Geht in diesen netten Turm rein. Und was ich sehr schön finde. Moment, wir gucken mal gerade, ob ich da reinkomme. Ja, sollte gehen. Hier kreuzt sich nicht ein Band. Ist das cool? Es läuft genau zwischen den Liften durch. Wie gut ist das denn? Ne? Also wieder mal ein Hoch auf die Ingenieurskunst des Ragnars. So, das Ganze läuft dann hier flott rüber. Ich habe mal wieder 1000 Kisten stehen. Hab ich noch? Ne, ich habe eh keinen Platz mehr. Kriegt die jetzt auch nicht weg und wird dann da hochgefördert. Ne? Da haben wir zum einen Eisen, Kohle und Schwefel. Und hier kommt noch, was kommt denn da? Tü-lü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Was kommt von da? Achso, da kommt Gummi. Genau, kommt von hier rein. Ne, dann ist hier einmal ein Splitter hinter. Der Lift führt den Überschuss weiter, dass wir das da weiter benutzen können. Und der Rest geht hier rein. Wir brauchen ohnehin nicht so viel, meine ich. Von daher sollte das gehen. So, nun haben wir natürlich das Problem. Wir brauchen relativ viele Gebäude. Heute bin ich mal besser vorbereitet. Ich habe mir aufgeschrieben, was ich brauche. Wobei heute nicht ganz so viel Mathe drin gewesen wäre. Ne, das ist nämlich relativ easy, weil alles auf 100% läuft, weil wir so viel brauchen. Ne, also nicht wundern, wenn ich mal nach links gucke. Da sind meine Notizen. Und ja, Feststellung. Wir brauchen 3 Konstruktoren und 2 Gießereien für die Stahlrohre. Ne, brauchen wir für beide ein bisschen was. Hier brauchen wir 30, hier brauchen wir 15, meine ich. Ne, auch 30. Ja, 60 Stahlrohre, logisch. 2x 30. Ne, macht 3 Konstruktoren, 2 Gießereien. Und wir brauchen 45 Schwarzpulver. Alter Vater, das sind 6 Fabrikatoren. Das kriegen wir auf diesem Stockwerk nie im Leben hingeklatscht. Das heißt, ich musste mir auch dafür schon mal was überlegen. Und damit würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Ne, wir müssen nämlich hier nach vorne ein ganzes Stück erweitern. Ne, ich würde einfach mal sagen, wir gehen etwa bis hier. Das dürfte reichen. Sagte Müller und versagte. Das ist so ein Klassiker, oder? Das müsste reichen, das reicht schon. Ne, und vergiss dabei die goldene Satisfactory-Regel. Wenn du denkst, ist zu groß, verdoppel das Ganze. Wenn du dann denkst, ist zu groß, verdreifache es nochmal. Aber gut, wir werden mal sehen. Ich werde das hier schon irgendwie hingequetscht kriegen. Ne? Ihr kennt meine etwas enge Bauweise ja nun schon zu genügen. So, aber darum soll es noch gar nicht primär gehen. Doch, darum geht es jetzt erstmal primär. Wir machen erstmal hier die Fabrikatoren. So. Jetzt gucken wir nochmal. Das Gebäude geht bis hier. Das heißt, hier würde das Gebäude normalerweise enden. Das soll es auch. Hier soll dann die Stahlproduktion hin. Ne, ich denke, das kriegen wir auf dem Bereich unter. Und hier die Fabrikatoren. So, das heißt, wir brauchen 6 Stück fürs Schwarzpulver. Und dann würde ich sagen, kotzen wir die einfach so hier raus. Da oben soll das dann auch rüberlaufen. Ne, das heißt, hier müsste der erste hin, und zwar mittig. Blödsinn. Einen war darüber.
Fabrikator. Hierhin müsste, glaube ich, der erste. Bis hier ran. Dann haben wir hier 1, 2, nee, war doch falsch. Na ja, gut. Ich überlege, wie ich das wirklich nach da raus. Nee. Nee, wir machen. Ups! Der war ein bisschen groß. Wir scheißen es nach da raus. Das ist, glaube ich, besser. Ja. Ja, 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 ja. Sind das genau zwei Fundamente? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir gucken mal einmal. Ja, sieht gut aus. Dann haben wir hier eins. Und zwei. Und drei. Die jetzt, wie ich sehe, nicht mittig stehen. Das stört mich ja schon mal gleich am Anfang, wa? Aber okay, ich müsste da oben mit dem Ring, komme ich locker rum. Alles halb so wild. So, seht ihr? Und schon hat Müller recht. Dies passt nicht. Dies passt überhaupt nicht. Das heißt, hier muss nochmal mindestens eine Fundamentreihe ran. Wahrscheinlich eher zwei. Denn wenn ich den jetzt hier hinstelle, kriege ich dann nachher keine Wand mehr hin. Dum, dum. So. Eins und zwei und drei. Das könnte ich so machen, wird aber nicht funktionieren. Weil die einen weiter nach hinten müssen. Denn sonst habe ich hier nachher das Problem, dass ich die nicht an die an das Dings rankriege. Ich müsste das eigentlich direkt mal probieren, ob das überhaupt geht, so wie ich mir das vorstelle. Dann wäre das hier. Ich glaube, wir wandern nochmal einen hier rüber. Einen nach hinten weiter. Weil noch weiter rausziehen will ich es eigentlich nicht. So, dann wäre das hier. Ey, nicht da noch ein. Wo ist der denn jetzt gelandet? Hä? Ach du Scheiße. Juhu. Den finde ich nie im Leben wieder. Oh ja. Oh, da ist ein mehr, ne? So, und dann sind wir an dem Punkt, wo da oben Wände. Nehmen wir diesmal gleich die richtigen. So. Der hinkäme. Und dann von hier hochgekotzt werden soll. Ne, passt natürlich nicht. Ja, das heißt, wir brauchen hier mehr Luft. Wir müssten also Minimum ein halbes Fundament noch nach hinten. Dann wären wir hier. Richtig? Hier oder hier? Sieht man ja mal wieder wunderbar beschissen. Wir gehen einfach dann nach hier. Und sagen uns, passt dann schon. Dann wären wir so. Und hätten dann den Ausgang. So, und hier würde dann die andere Riege langlaufen. Die für die Zufuhr sorgt, zumindest erstmal. Da hätten wir den hier. So, ein zu flach, natürlich. Natürlich, was denn sonst? So, noch ein bisschen höher. Und jetzt sitzt es. Sehr schön. So, dann hätten wir die hier schon mal. Sieht doch erstmal ganz gut aus, oder? Ziehen wir die hier noch parallel neben. Das wäre dann so. Du auch einen nach hinten versetzt. Na. Das wäre dann so. Sieht erstmal, ist doch ganz schnubbelig. So, dann können wir die hier aber alle nochmal ein halbes Fundament nach vorne ziehen. Dass wir hier auf den gleichen Abstand kommen. Na, nu, na, wo ist meine? Da ist die Leitlinie. Gehen wir auch. Ja, bleiben wir einen nach hinten, oder? Wie beim anderen? Oder waren wir hier einen nach vorne? Ne, hier waren wir einfach weiter vorne dran. Scheiße. Okay. Nochmal das Ganze. Wo ist die Leitlinie? Da ist eine Leitlinie.
Zack, so sitzt's. Ein Ball nach vorne versetzt. Hier wiederum. Ach, wir setzen erstmal die. Wir setzen die erstmal hin. So. Mignon. Na komm. Genau, mit dem auf einer Höhe und das Ganze hier hinten nochmal. Da haben wir den. Aber bitte. Scheiße! Mann! Ich habe einen nervösen Finger, glaube ich. Und du sitzt falsch rum. Du auch. Na super. Müller, du hängst, ey. Dumm wie 5 Meter Feldweg. So, du weg und du hier hin. So. Dann sind wir bis hier. Dann muss ich mir hier hinten echt was überlegen, weil wir haben zusätzlich jetzt das Problem, dass wir den Gang hier nicht langziehen können. Wir müssten noch ein weiter rüber und das geht mal gar nicht mehr. Das wäre mal gar nicht mehr drin. Und noch viel größer würde ich das eigentlich nicht bauen wollen. Okay. Das heißt, wir gucken, wie viel Luft wir hier noch irgendwie reinkriegen. Mit... Genau, zwei Gießereien. Ja, zwei Gießereien brauchen wir hier. Boah, jetzt haben wir hier richtig um die Ecke gucken. Meine Fresse. So. Eine Gießerei, die ungefähr hier hin müsste. Auch die könnte ich halb versetzen, aber okay, müssen wir jetzt nicht unbedingt. Dann hätten wir hier das nächste. Und dann könnte ich hier neben vielleicht das hier neben. Ne, das passt nicht. Dies passt so nicht. Wo würden wir die denn sinnvoll ranbekommen? Hier eine Seite eigentlich. Dann kriege ich die Abfuhr nicht sauber hin. Obwohl doch, wir könnten es außen. Außen? Daran? Wäre eine Idee, oder? Dass wir... Ja, das ist cool. Moment. Das gefällt mir. Hier 1, 2, 3 Konstruktoren. Wie ich sehe, müssen die auch noch weiter nach hinten. Ne, wenn ich. Obwohl, nee. Kann ich ja hier lang ziehen. Ja, das würde sogar passen. Hier kommt nochmal so ein Servicegang lang. So, die würden dann nämlich das Ganze hier hinbringen. Und nee, scheiße, dann steht der da im Weg. Du kommst auf die andere Seite. Du kommst hier hin. So wird's passen. Nee, ich muss dann tatsächlich so einen zweistöckigen Servicetunnel machen, weil ich sonst zu viele Dinge hier einfach habe. Ich glaube, dann mache ich unten Zufuhr und einen da drüber. Ne, würde dann auch hier gelten. Führen wir es einfach ab. Könnte ich einen da drunter? Ich könnte auch einen drunter gehen. Dann gehen wir einen runter. Ja. Gefällt mir, glaube ich, besser. Ja. Ne, warum sollen wir noch höher bauen, als es unbedingt sein muss? Wäre ja Blödsinn. So. Hätten wir dies. Kohle kommt von hier. Um ein bisschen Platz zu sparen, könnte ich eigentlich auch hier nochmal wieder vermitteln. Dass wir den quasi zwischen die Fundamente setzen. Obwohl der so eigentlich ganz gut sitzt. Ne, der sitzt so erstmal gut. Das lassen wir so. Ne, wir müssen uns dann nur überlegen, wie wir das da abführen. Das wird nämlich wahrscheinlich etwas schwieriger. Okay, das Produkt, kriegen wir das auf die Schiene? Nee, kriegen wir nicht.
So, und dann kommt nachher noch, von wo kommt das? Irgendwo von hier hinten. Müsst mal gucken, auf welcher Höhe. Bau mal ran da. Da, auf der Höhe. Kommen die Dingsstäbe. Ich setze mir mal gerade einen Marker da. Brut. Bis hier nach oben. Da kommen die her. Die könnte ich aber hier von links kommen lassen. Dann sparen wir uns da ein bisschen Platz. Mach ich, glaube ich, auch. Ne, die gehen dann hier hoch. Und laufen dann hier rum. Wie habe ich das jetzt mit den Wänden gemacht hier? Ich habe da schon mal angefangen, genau. Erst zwei von denen. Auch auf der Höhe. Guck nochmal. Ne, ein tiefer. Einen tiefer. Das heißt, darauf. So. Dann so hoch. Und dann Wände. Die hier nach oben wegführen. So, das gilt ja eigentlich schon als Fabrikat. Das heißt, das werden wir da oben lang führen. Da. Da, so richtig? Ja, so richtig. Da kommen die lang. Ne, Fabrikate sollen ja oben lang, das heißt, dahin muss es. Ne, führen wir einmal komplett ums Gebäude rum. Damit das auch fein passt. Dann rüber, dann nach hier. Und dann dahin. Ich bin ein Idiot, oder? War ich schon wieder ein Idiot? Ja. Okay, auf der Ebene läuft's. Weil, warum? Weil Müller wieder dumm war. Und nicht mitgedacht hat. So. Ne, ich muss mich noch dran gewöhnen, dass das die obere ist. Und darunter kommt noch eins ran. Die untere hat die Fabrikate, sehe ich jetzt erst. Ups. Von oben kommt es rein, von unten. Ich muss das mal wegmachen. So, da kommen die Fabrikate dann. Das heißt, das gilt dann auch für die hier. Kann ich euch eins zurücksetzen, ohne dass es scheiße wird? Ich kann euch eine halbe zurücksetzen, ohne dass es scheiße wird. Einmal so. Und dann kommst du hier auf die gleiche Höhe. Aber andersrum, Müller. Andersrum. So. Na, jetzt lassen wir es aber so. So, dann können wir hier nämlich... Die kriegen schon ein Fabrikat, das dann da unten lang... Ich muss mir das echt mal... Ich baue das hier, glaube ich, jetzt mal rum. Sonst komme ich hier die ganze Zeit durcheinander. Das ist ja ätzend. So, Eingang und darunter den Ausgang. So, hier kommen die Produkte hin. Das machen wir jetzt erstmal. Ach komm. Das ist mir noch nicht schwerer, als es ist. So. Hier die Produkte. Zack. Und bitte lass mich hier rumkommen. Hier wird's eng, oder? Nein, hier passt's auch. Das ist ja super. Mega. Das gefällt mir. So. Ne, hier müssen wir wieder dieses Schienensystem bauen, so ein bisschen. Aber das macht gar nichts. So. Dann kicken wir mal. Hier kommt so eine hin. Dann kommt wieder so eine hin.
So eine. Grundsätzlich haben wir jetzt das Prinzip drin, ne? So. Das kommt weg. Links und rechts daneben. Das da auch nochmal. Und das hier hin. Und dann können wir hier noch einen reinsetzen. So, da will doch ein Schuh raus. Die sind erstmal provisorisch. Und dann kommt noch das nächste Problem. Ich muss die Ressourcen irgendwie verteilen. Das wird noch interessant. Also hier hinten brauchen wir... Das wird Schwarzpulver. Zack, das heißt, wir brauchen das. 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 Machen wir fix einmal fertig. Damit ich hier nicht durcheinander komme. Verwirrt sein ist meine Superschurkenfähigkeit, deswegen schön vorsichtig. So. Das hätten wir. Dann können wir hier schon mal das Ganze einmal darüber bringen. Obwohl, das brauchen wir noch gar nicht. Das ist Blödsinn. Obwohl, doch, brauchen wir. Ach komm. So. Das Ganze auch hier. Und hier. Da ist so ein Knick drin, oder was? Ne. Sehr gut. So, hier auch hoch. Jetzt haben wir einen Knick. Hä? Ja. Ganz schön Knick sogar. Da haben wir eine volle Höhe. Na gut. Ich brubbel schon wieder, merke ich. Meine Güte, ich bin eventuell etwas sehr konzentriert. Aber man sieht es mir nach. Ich will es besser machen als beim letzten Mal. So, daran. Und dich. Das sieht zu hoch aus. Das sieht zu flach aus. Ne, das passt. Okay. Das geht dann also alles bis nach hier hinten rüber. Muss laufen auf der mittleren Bahn. Ne, weil von hier dann nachher die Stahlrohre kommen. Ich krieg ja hier schlecht irgendwie vier Ressourcen nebeneinander und nur du brauchst die, obwohl nee, die Stahlrohre. Also von hier kommt auf jeden Fall Gummi. Und dann können wir von hier auch, falls gleich in der Nähe ist, das Schwarzpulver machen. Die Stahlrohre machen. Ja. Gummi und Stahlrohre kommen dann also von hier. Braucht auch Stahlrohre, brauchen die beiden. Das heißt, was war das denn? Glitch! Okay, fangen wir damit an. Die hier mal irgendwie lang zu legen. Zack, zack. Einmal nach oben. So, machen wir hier einmal schön Fusionatoren hin. Zack. Und ihr kotzt das alles nach da aus. Mittig bitte, das wäre schön. Eins. Daneben. Nix, zwei. Zwei. Und hier die drei. Aber da weiß ich gar nicht, ob das mit den Dings funktioniert. Das muss ich ja jetzt erstmal gucken. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg und das kommt weg. Und kann ich hier jetzt noch ein Fundament draufsetzen? Quatsch, sollte auch bei Fundamenten gucken. Macht er das mit? Nein, kann ich nicht. Das ist ja ätzend. Wie regel ich das denn? Da habe ich eine Idee. Moment. Dann geht da ein zu hoch. Scheiße.
Wie mog wie dies? Hilft ja nichts. Muss ich das so machen. Quatsch. Kein Splitter. Fusionator. Dann bauen wir den hier drauf. Geht ja nun mal nicht anders, ne? Ach, da weg. So und wer dann so. Ja, geht. Geht irgendwie. So, dann machen wir hier nämlich den. Und dann läuft das da sauber drauf. Irgendwie kommt man sogar durch. Herrlich. Okay. Ja, hier steckt noch die dran. So. Bitte in die Richtung. Und hier stecken natürlich auch noch die dran. So. Dann die Fusionatoren. Nochmal. Hätte man auch früher mal drüber nachdenken können, ne? Da, von da nach da. Von da. Na komm. Und danach da. So, und jetzt könnte man aber eigentlich auch das Band hier einfach durchlaufen lassen. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Weil rauf und runter sieht auch affig aus. Nun, dann gehen wir es später rein. Das macht ja sonst keinen Sinn. So, da sind wir durch. Und dann hier wieder. Und dann läuft das nicht bis hier so. Sondern bis hier hinten. Ja. So, das ist wie gesagt das hintere dann. So laufen doppelseitig, glaube ich, nicht. Wir gucken. Ach, wieso bin ich denn hier immer von A nach B? Ein weiter rüber. Na, klapp. Das heißt, der muss. Ist da noch ein Knick drin? Ja, da ist noch ein Knick drin. So, ja, so. Sehr schön. Dann können wir den jetzt schon rüberziehen. Bis nach hier hinten tatsächlich. Okay, nur bis auf halbem Weg. Gucken, dass wir irgendwie gerade bleiben. Ich hoffe, das sind wir so. Und dann bis hier. Und hier bist du dann auch der hintere. Probe aufs Exempel. Ja, richtige Höhe. Sehr schön. So. Das sind die. Das ist das Schwarzpulver. Das muss hier schön getrennt werden. Oh, das wird ja auch interessant. Das müsste ja. Scheiße. Das ist ein Problem. Das muss ja von hier nach da. Kann ich die eventuell. Moment. Ich nehme den mal weg. Quatsch, Produktion. Setzen den mal so hin. Da. Nee, wir müssen dann weiter nach da. Ja, ich glaube, da reicht der Platz nicht. Wir gucken mal. Manufaktor. Auf halbe Höhe. Beziehungsweise halbe Höhe ist hier ja passig. Aber wäre dann so. Das wäre da. Ne.
Das passt wohl nicht. Ne, wenn ich hier jetzt noch einen Fabrikator hinsetzen will, dann kommen wir uns hier nachher ins Gehege. Das ist aber ätzend. Ne, weil wir müssen ja weiter durchlaufen. Mit dem, was von hier kommt. Und das kann ich auf die Art und Weise erstmal nicht. Ich könnte einen Manufaktor hier hinsetzen, dann würde es gehen, dann hänge ich links und rechts ein. Aber ich kriege hier nicht die gesamte Stahlproduktion unter. Das wird nichts. Oh, ich sehe gerade, hier läuft auch ein Fabrikat lang. Hier hätten wir sogar drei. Das macht das Ganze noch enger. Obwohl, das könnten wir nach oben verlagern. Das wäre nicht das Problem. Aber ich brauche die auf jeden Fall gegenüber. Denn sonst passt das alles nicht. Scheiße. Okay, erstmal ursprünglicher Plan wieder aufbauen. Das wäre so. Und den daneben. Und überlegen, wie wir es machen. Wie mag wie das? Also wir kriegen... Also das Schwarzpulver und die Dings brauchen wir beide von hier. Ich könnte es... Kann ich das Schwarzpulver irgendwie splitten? Vorab schon. Das könnte ich machen. Ich könnte das hier schon splitten. Von hier, nee, von hier kommen ja auch... Oh, fuck, ey. Von hier kommen auch die Stahlrohre. Ich baue das mal erstmal hin. Mal gucken. Ach, sogar bis hier ran, ey. Scheiß noch eins. Drehen, drehen, drehen. Und dann kommen die von hier. Hier ist ein Knick. Warum ist hier ein Knick? Der Knick müsste an dem liegen, oder? Nee, an dem. Rechts von dem blöden Strich. So. So, kommt hier irgendein Produkt an? Nee. Hier kommt nur Ressourcenzufuhr. Das heißt, ich könnte das hier theoretisch splitten. Und von außen nach da bringen. Das müsste theoretisch gehen. Dann haben wir ein Problem auf jeden Fall gelöst. So. Ne, wir brauchen nicht 50-50, aber das spielt sich von ganz alleine ein. Daran soll es am Ende nicht scheitern. So, das heißt, hier kommt schon mal eine Glasplatte drauf. Die lassen wir, ja, lassen wir wohl. Machen wir die nachher hier so. Ja, wir sitzen nicht. Oh, haben uns gerade festgelegt. So. Okay. Dann hier den Splitter hin, der von da bekommt. Und zwar hier hinten an der Kante. Wie passt's mir? Und wie ist es mit dich vor allem? Ich glaube, so passt's mir am ehesten. So, dann gehen wir von hier bis... Ist das gerade? Ne, so ist gerade, ne? Jetzt hier. Wir können den eigentlich auch mittig bauen, das ist eigentlich scheißegal. Aber der müsste einen weiter nach rechts. Wir gucken mal. Förderbahn, Splitter. Aber dann guckt er da, glaube ich, durch die Wand durch. Das finde ich ganz schön doof. So geht er da sauber ran. Gucken,
Gucken wir uns mal eben die Wand an, wie das aussehen würde. Kann ich da schon nicht mal mehr ziehen? Scheiße. Was ist das für eine Nummer? Weg damit. Kacke, muss ich tatsächlich erst die Wand bauen? Dann müsste er hingehen. So, weg damit. Ich höre da aber einen Splitter. Wieder wegen der Ringe gucken. So. Guckt der da durch? Nö. Guckt nicht durch. Sehr schön. Gut. Dann haben wir das Problemchen hier schon mal gelöst. So, ein bisschen. Ja. Dahin und dann kann das hier fleißig durchlaufen und ist auch gerade. Okay. Schön, 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 schön. Das kann dann alles schon mal weg. Dann machen wir es soweit gleich fertig hier. Unser kleines Schienensystem. So ist richtig. So. So. Damit fangen wir an. Und so. Halt, das war falsch. Das war ganz schön Blödsinn, denn wir müssen hier ran. Zack, da sitzt's. Okay, so weit, so gut. Hier müssen überall Fusionatoren hin, sehe ich gerade. Das ist ja auch, das wird ja auch fest. Die ganze Reihe durch. Das wird doch mit den Toren nix. Das wird doch mit den Toren dann nix. Das ist doch scheiße. Das heißt, wir müssen in dem Fall hier eigentlich unten fusionieren. Jetzt kann ich da eigentlich nichts anschließen. Ach, das sind Türen. Das ist ja auch clever. Das ist ja auch richtig clever. So. So. Wir gucken uns das Ganze nochmal von da oben an. Jetzt komme ich natürlich nicht mehr hoch. Dum, dum. Wieder ganze Arbeit. So. So. Und so. Und dann kommen wir da hoch. So leicht kann es sein. Und ich mache mal ein bisschen Licht hier gerade an. So. So, wenn ich hier jetzt... Okay, das macht gleich nicht lassen. Nee, das ist dann auch affig. Wenn ich hier überall die Fusionatoren hinsetzen muss. So, das ist ein Splitter aber, damit kann ich nichts anfangen. Fusionator. Auf der Höhe auch. Im Leben nicht. Na, da bin ich gespannt. Ob er das mitmacht. Ich glaube nicht, dass er am Ende scheiße aussehen wird. Sieht schon, das ist schon, das ist schon assi. Er wird's mitmachen. Zack, aber das sieht ja mal richtig kacke aus. Das fällt aus wegen es nicht. Das geht so nicht. Wie sieht denn das hier hinten aus? Oder? Da ist in Ordnung. Oh, mach ich mir das so schwer. So, weil ich die unten hier weghaben will. Och, Mann ey, das ist doch scheiße. Wie mach ich denn das? Dann wäre das ja. Hier ist eine Tür drin, scheiße. So und so. Die Frage ist, kommen wir dann mit dem Band hier vorbei? Quatsch, Splitter. So.
Warum kann ich das nicht bauen? Ach ne, war wegen der Wand. Okay. Kann ich dann noch... Ne, kann ich dann nicht mehr. Aber warum nicht? Wo, mit was hat der Kollision? Achso, mit dem vorne, ja. Ach, scheiße, ey. Wie mache ich denn das? Wie mache ich denn das? Die brauchen das auf jeden Fall beide. Die brauchen auch beide dieses Material. Wie ätzend. Ich muss beides einmal von links und einmal von rechts kommen lassen. Aber selbst dann stört es hier bei dem. Wie kriegen wir das denn geregelt? Lass den Müller doch mal kurz überlegen. Ich muss auf verschiedenen Stockwerken laufen. Hilft nichts, ne? Ist das eine höher als das andere? Eins muss da hoch. Da ist die Zufuhr. Hier wird zugeführt. Ihr kommt erstmal weg hier. Das hat so keinen Sinn. So viel zum Thema Trennung, Produkt und so weiter. So. Ihr liefert nach da ab. Ihr kriegt eigentlich zwei Rohstoffe nur. Ihr bekommt Eisen und ihr bekommt Schwefel. Ihr habt doch da nachher das gleiche Problem, oder nicht? Das heißt, ich muss Eisen und Schwefel trennen. Das eine kommt von oben, das andere kommt von unten. Und das gleiche mache ich hier mit dem Ausgang. Das heißt... Ach Quatsch, Kohle und Schwefel. Nicht Eisen und Schwefel. Das heißt, der eine Eingang ist dann da und der andere Eingang ist dann da. Das heißt, das da sieht dann auch anders aus. Das wird dann nämlich nicht so sein. Das wird dann... Was das Falsche ist? Was Falsche, glaube ich, ne? Ja. Sondern so. Dann haben wir die einzelnen Zugänge. Das wiederum heißt... Wir gehen hier so lang. Hier nur, okay. Also das heißt, hier kommt einmal das. Na. Das ist auf die Seite, das ist auf die Seite. Das geht schon mal nicht. Das ist ja super. Ganze Plan im Arsch, ey. Das geht natürlich auch nicht, weil zu eng. Was ist, wenn wir so machen? Geht auch nicht. Scheiße, ey. Ganze Plan im Arsch. Nur weil ich das nicht nebeneinander bauen kann. Ich will keine kreuzenden Bänder. Kreuzende Bänder finde ich doof. Könnte... Moment. Das könnte ich machen. Eins so. Ups, das ist die falsche Tür. Und... Eins so. Das sieht zwar immer noch komisch aus, aber das würde gehen. Ja, so machen wir das. Jetzt fährt uns einmal schön der Autosave in die Parade. Upsala.
So, und den hätten wir nämlich. Na komm, wird fertig. Dann hätten wir einmal so. Die kriegt von da. Und dann kommt hier der rauf. Einfach mal zweckentfremden. So geht's doch auch. Hier haben wir das und hier oben machen wir das genau auf der anderen Seite. Nun spring hoch da, komm. Und hier unten machen wir es genau andersrum. Das ist zwar ein bisschen wie der Erfindung oder wie des Erfinders, aber das war Lachs. Guckt mich ja nicht. So. Und dann würde das passen. Kommt das hier wieder weg. Wir setzen da die hier hin. Dann hätten wir für die auf jeden Fall erstmal die Lösung. Müssen wir jetzt nur noch ein bisschen durchziehen. So, es war total Quatsch, die schon zu bauen, aber das ist ja egal. So. Das ist ja auch Quatsch, weil wir brauchen ja hier Splitter. Logistik. Hier läuft aber auch nur das eine Material lang. Das heißt, wir können die hier easy so machen. Mal gucken, wie das aussieht. Sauber. Das machen wir so. Das ziehen wir komplett durch hier. Hier nochmal. Wo sitzt der hier? Ja, genau auf der Kante. Sehr schön. Das heißt, du gehst da rüber. Dann bauen wir hier noch wieder so eine Tür. Zack, es ist hier immer die linke Wende. Die. So, da den Lift. So, dass er passen würde. Und dadurch. Super gut. Ah, Müllerscher Einfallsreichtum. Läuft. Und das Ganze hier hinten nochmal. Richtig? Richtig. So, du nochmal. Und dann ist das hier auch schon vorbei. Dann haben wir die erste Zufuhr schon mal fertig. Warum passt das jetzt nicht? So, jetzt passt's. Habe ich den falsch gesetzt? Ja, habe ich. Natürlich. Natürlich. Was auch sonst. Leck mich doch fett, ey. So, Förderband Splitter, bitte da. Da den Eingang, danke. Eins. Ne? So muss es sein. So. Und so. So, dann haben wir auch schon mal Kohle oder halt eben doch Dings hier dran. Na, wie heißt's? Schwefel. Eins von beiden werden wir hier lang führen. So, und das Ganze muss dann auch nochmal hier hinten hin. Das heißt, das muss da vorne auch nochmal gesplittet werden. Wie gesagt, hier vorne. So. Dann führen wir hier lang Kohle und Schwefel. Nee, gar nicht. Was ist hier los? Das brauchen wir nicht, aber das nehmen wir mit. Wieso ist hier kein Lift dran? Das ist ja eine Nü. Oh, das war knapp. Wahrscheinlich, weil ich da. Ja. Schön falsch rum. Ah, das heißt, ich muss da wieder hoch. Nee, die Wand nehmen wir nicht weg. Die geht hier weg. Dann kommen wir zumindest hier schon mal rein. So.
Einmal da hochrennen, bitte. Zack. Jetzt sagt die Zeit. Scheiße, fast rum. Das mit dem bisschen gekrebselt hier. Aber gut, Planung ist das halbe Leben, ne? Ich habe mir was überlebt, ich habe mir was in den Kopf gesetzt und dann soll das auch so umgesetzt werden. Gut, aber wenn da eh noch keiner dran ist, dann können wir hier oben noch den hier, saß da nach oben oder einer unten? Ne, einer unten, ne? Ja. Das heißt, du bleibst. So, ich werde aber trotzdem hier drin, baue ich glaube ich trotzdem mit den Dreiern. Weil ansonsten wieder nichts. So. Oder ich könnte hier auch, ja, ich kann auch hier mit der Tür arbeiten. Zumindest bei dem Einzelnen. Das ist falsch rum. Zack. So. Dann sieht zumindest das vernünftig aus. Dann also irgendwie da. Jetzt renne ich da wieder hoch. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Mann ey. Hier hoch. Na komm. Immerhin sind wir aber richtig in die Etage. Ist ja auch schon mal was wert. So, dann muss hier Logistik einmal so ein Teil hin. Bis hier hinten durch. Das muss auch ganz außen, ja. Das muss ganz außen. Ach, scheiße, hier kommt ja das schon. Das kreuzt sich dann ja auch. Oh Mann, ey. Dann muss das von der anderen Seite kommen, glaube ich. Ja. Aber es kreuzt sich immer irgendwie hier. Das ist ein ganz schönes Problem. Ah ne, die anderen kommen einen höher. Dann kann das doch hier lang. Okay, dann führen wir das hier rum. Läuft hier noch irgendwas anderes lang? Ich glaube nicht. So. Noch einer hinten? Ja, so passt's. Ziehen wir das hier rüber. Ist ungefähr zur Hälfte. Wie viel haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fundamente. Also noch 3 einmal so ein Ständer. Zack. Und dann bis nach hier hinten. Gerade, gerade. Dann baue ich diese dämlichen Dings schon wieder um, ey. Scheiße. Ne, hier habe ich sie noch nicht gesetzt, aber bleib. Mann ey. Was die immer nicht noch machen. So. So, und dann müssen die, muss das ja wohl oder übel hier einmal gesplittet werden, ne? So. Logistik. Ach komm. Förderbandsplitter. Kommt von da. Ach, erst die Wand bauen mal los. Sonst wird das nix. Das heißt. 1, 2 davon. Und dann gehen wir so hoch. Und da können wir bauen. Kommt von da, geht nach da. Da auf die Platte und dann. Und dann können wir das hier machen. Du wirst einmal umgedreht. Komm ich da jetzt echt nicht ran? Gut, naja, muss eh nochmal weg. Ah ne, hier kommen wir Splitter hin. Muss nicht weg. So. Haben wir aber auch tatsächlich erst für einen hier, ne? Hier brauchen wir
Nee, hier haben wir nur den einen. Okay, passt, 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 passt. So, Logistik. Förderbandsplitter. Müsste die richtige Höhe sein. Dann müsste der nächste hier kommen und der letzte hier hinten. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Ja, kommt hin. Wand auf die Seite bitte. Tür. Zack. Und richtige Möglichkeit. Müsste hinkommen. Da hoch. Und da hoch. Und hier lassen wir es dann eh so laufen. Scheiße. Und dann brauchen wir hier noch einen. Ich brauche mal eine normale Wand. Da haben wir eine. So. Und so. Hier auch nochmal ein Splitter. Bitte in die Richtung. Lift hoch. Und dann haben wir das zumindest schon mal dran. So, erste Zufuhr geregelt. So, das hier müssen wir jetzt alles nochmal abreißen. Und auch andersrum legen, weil das sonst nicht passt. Oder? Müssen wir nicht, müssen wir nicht. Wäre, glaube ich, besser, ne? Ach, jetzt habe ich hier... Moment. Ne, ein höher kommt das an. Okay. Das läuft hier rum. Das ist am Ende ja egal. Moment. Können wir das ein höher langziehen? Ja, eigentlich problemlos. Weil das läuft hier weiter und die... Ach, scheiße, dann kreuzt sich das hier wieder. Weil die Signalisatoren ja auch darüber müssen. Ey, fick die Henne, ey. Mein ganzes System ist im Arsch. Funktioniert alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Weil das ja früher darüber muss, als da die Kohle oder der Schwefel, je nachdem dann. Ich muss ja dann hier ab mit den Signalisatoren. Das ist Pflicht, das kann ich eigentlich schon mal bauen. Das muss auf jeden Fall passieren. Ich komme gefühlt keinen Schritt weiter, das ist ein bisschen assi. So, lassen wir erstmal. So, sind wir hier schon mal drüben. Tiefer, das ist aber gar nicht schlimm. Oder doch? Förderband zu steil. Das ist aber nicht gut. Why? Tell me why. Hä? Wo ist denn jetzt der andere hin? Da. Ach, der sitzt auch noch mittig. Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Ist ja super. Oh Mann, ey. Ich habe mir hier was vorgenommen. Ich habe hier übrigens auch mal den Abfluss für die Dings hier angefangen aufzubauen. Ja, geht dann nachher darüber. Da werde ich so generell den Produktionsstrang langlaufen lassen. Alles, was hier hinten produziert wird, läuft dann auf dem Band hier ab. Ne, aber so weit bin ich jetzt noch nicht gekommen. Nur um das Ganze nochmal aufzugreifen. So, und jetzt den hier. Und zwar mittig. Passt, Waggel hat Luft. Du weg und dann bauen wir einmal da eine. Dann bauen wir mal rüber. Und dann ziehen wir das hier hoch. Zack. Sitzt. Wow, der Sprung war fast ein bisschen weit. Aber okay. So. Ah, guck mal. Da kommen schon die Signalisatoren. Und sie sind wunderschön bunt. Lebe der Grafik-Glitch. Fehler, whatever. So. Wies nach hier hinten.
Obwohl, dich können wir eigentlich... Du kannst es nach ganz innen. Oder der könnte nach ganz innen. Weisens. Den kann man dann gleich vorne einführen. Dann hat man dahinter den Platz für die Splitter, die von hier kommen. Das heißt, der müsste einfach darüber. Oh, es macht mir gerade wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob ich gerade so blöd denke oder ob das wirklich gerade alles so blöd ist. Ne, alternativ müsste ich hier noch... Das wäre auch eine Idee. Moment. Wenn ich hier einfach doppelt so breit arbeite. Ist gerade dummer Gedanke, aber egal. Zack, erstmal auf die Höhe. Ich weiß auch gerade nicht, was ich... Ja doch, ich weiß schon, was ich anders mache als sonst. Aber es stört mich halt. Ich will das jetzt so haben. So. Und so. Das sind die Signalisatoren. Die brauche ich nur einmal. Dann läuft dahinter lang. Ist eigentlich auch egal. Nee, dann machen wir hier Splitter. Scheißegal. Geht ja trotzdem. Förderbandsplitter. Obwohl, der geht ganz durch. Nee, der Splitter muss nach hinten. Der muss auf die Seite. Zwingend. Sonst klappt das nämlich nicht. Der muss so schon mal nicht. Mann. Boah, ich glaube, ich habe mich hier ganz schön verhaspelt jetzt. Big fail. Sag mal, willst du mich jetzt rollen hier? Logistik, Förderbandsplitter. Jetzt aber darüber als Alter. Komm schon. So. Jetzt passt hier gar nichts mehr. Es ist zu warm, ich höre auf zu spielen. Scheiß hier. So. Jetzt. Sag mal. Wie kann man sich denn so glatt anstellen? So, jetzt hier hin. Von da kommen und nach da gehen. So, geht doch. Geht doch. So. Die Signalisatoren sind natürlich relativ hoch. Was ich machen könnte, das sieht ja mal ein bisschen doof aus. Ich könnte zwei Werkstoffe über ein Förderband reinschicken. Dass ich hier quasi... Habe ich nicht alle angeschlossen. Das ist so eine etwas unschöne Lösung. Aber eine, die funktionieren würde. Die aber auch ganz leicht zu Verstopfung führen kann. Das wird nicht so schön. Nee. Nee, dann würde ich nämlich hier einfach Förderbandfusionator machen, der nach da abführt. Das wäre dann so. Das nehmen wir nochmal weg hier. Könnte ich den hier einfach rumziehen. Ne, dann würden die da rangehen. Und dann würden die, genau, da einfach reinlaufen. Ne, und von hier wird dann Schwefel oder weiß der Geier was kommen. Und auch da reinlaufen. Wobei das gerade falsch aufgebaut ist. Die kommen wir auf jeden Fall schon mal nicht hin. Jetzt habe ich ganz viel Fusion... ich glaube, ich hatte noch nie so viele... Dings sind auf der Hand, aber egal. Anderes Thema. So, das weg. Nichtsdestotrotz müssten die hier vorne langlaufen. Und ich brauche viel weniger davon als... Nee, das ist keine Lösung. Das löst mein Problem nicht. Überhaupt nicht.
kommen wir überall irgendwie ins Gedränge. Was man machen könnte. Ich könnte hier Luft lassen. Und das eine über das andere führen. Beziehungsweise nach unten muss sie dann. Hier müssten wir runter. Ich glaube, da führt auch kein Weg drumherum. Ne, das habe ich in irgendeinem anderen Dings schon mal gemacht. Das im Weg. Das hilft mir auch keinen Meter weiter. Müssen wir nach oben machen, tatsächlich. Jetzt halt doch ein höher. Wände. Wo sind sie? Da sind sie. Und gehst du hier ran? Von hier kommt irgendwas anderes, whatever. Können wir erstmal bauen. So, und es ist zwar nicht so, wie ich mir das denn vorgestellt habe, aber naja. Man kann nicht alles haben. Funktioniert das? Funktioniert das nicht? Wahrscheinlich funktioniert das nicht. Wir müssen eher eins höher wegen dem Turm. Das ist gar nicht so schlimm. Machen wir das hier wieder mit den Türen. So, das kommt hier rumgelaufen. Dann gehen wir hier ein hoch. Hier haben wir auch so ein Ding. Ja, das passt schon. Ja, so natürlich nicht. Na. Das hier, weil das gesplittet werden muss. Nein, das hintere muss gesplittet werden. Müller! Weg. Das hier so hin. Nach Möglichkeit nicht falsch rum. Das wäre auch schon mal gut. So. Ja. So. Damit hier wird der Reingang gesplittet. Du so, du so, du so und fertig. Aus die Laube. So, dann kann das da reinlaufen. Du kommst einer hinten. Ja. Ja, 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 ja. So, Moment. Fundamente. Habe ich zumindest die Lösung präsentiert. Das ist ja schon mal was wert. Ach komm schon. Natürlich kollidiert das dann. Ach komm schon, ey. Kann es nicht einfach mal funktionieren? Das ist doch zum Kotzen. Das ist doch richtig zum Kotzen. Hierhin. Aber wie machen wir das mit dem? Jetzt hat die Zeit. Zeit sagt Müller, hör auf. Macht keinen Sinn, was du hier machst. Lass es bleiben. Stampf alles an. Quatsch, ich wollte es jetzt anders machen. Ich wollte es mal so rumprobieren. So, da haben wir kein Förderband. Ne.
Dann gibt's hier eine Behelfslösung. Hilft nichts. Fundamente. Wo haben wir sie? Das waren nicht die, sondern die hier. So. Nein, nicht. Runterfallen. Gut, Behelfslösung, aber okay. Hilft dir alles nichts. Wo ist mein Ausweg? Hier ist mein Weg nach oben. Komm. So. Und das gleiche müssen wir hier nochmal machen. Nicht schön, aber selten. Zack. Und dann ist das einmal so. Ich kann es ja auch nicht ändern. Kann ich eigentlich, wenn ich... Natürlich. Komm, leck mich doch. Leck mich doch, Spiel. Ich habe die Fresse voll jetzt gerade. So. Dann den verkackten Lift hier ran. So. 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 Ist jetzt glücklich, Spiel. So. So. Genug gemauschelt. Meine Fresse. Hier kommt dann der Splitter hin. Logistik. Ach komm schon. Bis wohin ziehen wir das Förderband? Bis hier? Ja. Bis hier. Und dann kommt der hier hin. Und dann haben wir hier den Splitter. Meine Fresse, schwere Geburt heute. Das wäre dann so und das passt natürlich nicht. Herrlich. Herrlich. Einmal da hinten. Passt es dann? Ey. So passt's, okay. Das hier wieder drunter. Dann bis nach da ran. Hier hin und da. Können wir das Förderband dann eigentlich auch oben lassen. Scheißegal. So, bis nach hier. Und dann haben wir diese Misere irgendwie gelöst. Was ist das denn für ein Glitch da hinten da gewesen? Habt ihr das gesehen? Kriege ich das nochmal hin? Na egal. Okay. Ja, kommt das. Wir ziehen das bis zu dem anderen jetzt durch hier. Was soll der Geiz? So, so, so. Hier hinten ein Splitter. Mit einer Tür dann auch. Wir haben hier das hintere genommen. Dann nehmen wir hier auch das hintere. Kommt von da, geht nach da. Zack, ab nach oben. Und Wände. Eine hässliche Wand hier ran. Das ist eins flach. Wir müssen dahin. Ja. So, whatever hier durchkommt. Sehe ich das gerade richtig? Steht der falsch? Ja. Na egal. Weg und weg und Logistik. Förderband Splitter. Jetzt aber richtig bitte. Dahin sitzt und dahin auch. Sehr schön. Oder auch nicht. Sowas ähnliches wie sehr schön. Wir haben zwei Zuflüsse auf jeden Fall schon mal geregelt. Fehlen noch viele. Fährt da nur eins und da muss eine Tür hin. Ist da eine Tür hin? Nein, das war doch richtig. Scheiße!
Das war doch richtig. Natürlich. Natürlich. Müller, du machst auch nur Scheiße, ey. Und da muss auch nicht Sonding hin, da muss... Sonding hin. Spielt nicht bei dieser Wärme, Leute. Es tut einem nicht gut. So und so. Das ist richtig. Dann kommt hier noch einer hin. Und ist auf die gleiche Höhe. So. Zweimal Einspeisung geschafft. Zweimal ist noch nötig. Ne, hier ist sogar richtig mit der Tür. Denn hier kommt einmal von links, einmal von rechts. So, was war das hier für ein Band? Genau, das war der Schwefel. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich eh nochmal einen Lift einbauen. Der irgendwas anderes auch noch auf das Band hier bringt. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Meine Fresse. Oh, schwere Geburt. Ich dachte, das wird relativ schnell gehen. Ich habe schon überlegt, hey, was könnte man dann danach noch machen? Ne, aber Pustekuchen. Ne, der Müller baut eng, der Müller baut knapp und dann sieht das so aus, wie es aussieht und man wird hier trotzdem nicht fertig. Dabei habe ich diesmal schön meine Werte vorher berechnet. Naja, ein Glück habe ich es gemacht. Ansonsten hat das Ganze noch länger gedauert und wir werden immer noch nicht da, wo wir jetzt sind. So, beim nächsten Mal geht es also weiter mit Gewehrpatronen und Nobelisten. Und wenn das soweit ist, dann dürften wir auch den Weltraumlift schon wieder bestücken können. Dann müsste langsam die Produktion soweit fertig sein. Und deswegen freue ich mich aufs nächste Mal. Ne? Schalte wieder ein, wenn es heißt Let's Play Satisfactory mit Ragnar. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ihr kennt dieses Geschnodder. Und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.